Hey draußen, hier sind wieder Strong und Flex, Strong and Flex TV. Und heute erklären wir dir, warum wir dir nicht helfen können. Warum können wir dir nicht helfen? Weil, Klammer auf, verdammt nochmal, Klammer zu, du dir nur selber helfen kannst. Was wir machen können ist, wir können natürlich schon ein bisschen helfen, das tun wir ja auch und das wollen wir auch mit unseren Videos. Aber letzten Endes ist es nur Hilfe zur Selbsthilfe. Ja. Hey, das habe ich mal von einem ganz klugen Mann gehört. Kann das gewesen sein? Weiß nicht, Toni hieß er, glaube ich. Ja. Wir können nur Hilfe zur Selbsthilfe leisten und wir können dich natürlich inspirieren. Wir trainieren regelmäßig, das ist so der große Kasus Knaxus, der Schlüssel zum Erfolg. Wenn wir hier Videos online stellen, wenn wir die kostenlos online stellen, dann machen wir das natürlich, um zu helfen. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn du diese Übungen natürlich auch machst. Und nicht nur einmal, wenn wir jetzt das Thema Rücken mal rausgreifen, wenn er gerade wehtut, der Rücken, oder zweimal oder dreimal oder viermal, fünfmal, sechsmal, bis er nicht mehr wehtut, sondern dass du eben am Ball bleibst. Also letzten Endes besteht unsere Hilfe lediglich darin, dir eine Technik, eine Strategie an die Hand zu geben, wie du dir selber helfen kannst. Manchmal reicht das auch nicht. Ja? Wir sind ja Personal Trainer und wir haben ja auch dieses Video dazu gemacht, ob ein Personal Trainer sinnvoll ist oder nicht. Manchmal reicht das Video eben nicht. Du brauchst dann doch einfach professionellen Support, vielleicht durch einen sehr guten Personal Trainer. Du brauchst einen Arzt, du brauchst einen Physio, du brauchst einen Osteopath. Wir wissen auch durch das Feedback, was wir von euch bekommen, dass ihr teilweise durch diese klassische Medizinmaschinerie relativ erfolglos durchgeschleust worden seid und jede Menge Instanzen an euch nur Kohle verdient haben und weiter nichts. Habe ich gerade gestern wieder so über Facebook so, wow, ja, ihr habt uns so geholfen und ihr habt mir so geholfen. Super tolles Feedback bekommen. Aber nichtsdestotrotz, ne, wir sind jetzt nicht die Heilsbringer schlechthin und alles andere hat schon auch noch seine Berechtigung. Was damit reinspielt, ist für uns natürlich auch, wir kriegen regelmäßig Facebook-Nachrichten, gefühlte 6 Seiten lang. Das ist also nicht mal mit so, lese ich mal schön drüber und sage ich kurz ja oder nein dazu, erledigt, sondern man muss sich erstmal durch eine tolle Hausaufgabe da durchlesen. Und da wollt ihr dann auch auf jeden Fall noch die perfekte Antwort drauf haben. Das ist nicht ganz so leicht. Ich meine, wir schaffen noch, es kommen noch mehr als eine Anfrage pro Facebook. Hey Leute, das ist einfach zu viel. Schaffen heißt arbeiten. Arbeit. Die nicht, wo nicht aus dem Schwabeländli kommt. Schaffe, schaffe. Schaffet. Ja, die Brunnenputzer. Ja, um so ein bisschen die Miete bezahlen zu können. Und hey, also wenn, dann machen wir es schon gerne, aber hey, wenn es zu viele so lange Nachrichten werden, das wächst uns über den Kopf, da haben wir keine Chance mehr. Ja, also wir verstehen das Ganze natürlich. Also letzten Endes, wir helfen anhand unserer Videos, wir geben Hilfestellung anhand unserer Videos zu verschiedenen Problemen. Das ist natürlich etwas allgemeiner gehalten. Und dann ist ja klar, dass wenn du da sitzt und dieses Problem hast, dass du natürlich denkst, okay, ich probiere es zumindest mal. Ich wende mich mal an die, vielleicht können mir die helfen. Und hier und da kann ich das auch machen. Wir können mir das auch machen. Aber es ist halt, also wir wachsen ja auch immer weiter, was auch schön ist und wir uns sehr freuen und uns auch bedanken. Aber ja, ich persönlich habe oft 13-Stunden-Tage, da hängt bei mir noch eine Familie mit dran, da ist das Training noch mit dran, da ist die ganze Administration. Ich meine, jetzt, wenn wir die Videos abgedreht haben, habe ich erstmal durchgehend bis 8 Uhr Trainingstermine. Ja? Da fallen dann ja auch administrative Tätigkeiten an, da kommen Mails rein, die jetzt für mich erstmal Prio 1 sind. Ne? Und dann parallel, dann gucke ich auf mein Handy, poppen dann noch ein paar Facebook-Nachrichten auf, wenn wir dann in den Gmail-Account reingehen, da kommen die ganzen Kommentare, ja? Und wir kommen da einfach nicht mehr hinterher. Da uns bitte nicht böse sein, wir beantworten so viel wir können, bevorzugt die Kommentare unter den Videos, weil das einfach dann schon mal so ein direkten Bezug ist
Und das andere machen wir eben so gut wir können, und aber irgendwo sind unsere Grenzen gesetzt. Vielleicht finden wir da auch irgendwann eine bessere Lösung noch für, wenn man ja wirklich... Also im Grunde genommen haben wir uns ja schon eine Lösung überlegt, die ist jetzt ja praktisch schon in der Schublade, und wir sind da dran. Also ich denke, das Problem, was ihr habt, ist, dass auf unserem Channel gibt es 630, 640 Videos. Natürlich kunterbunt, ne? In alle Richtungen, dann gibt es mal Ernährung, dann gibt es Kraft, dann gibt es Beweglichkeit, dann gibt es Faszientraining, kommt Blackroll, dann kommt dieses Laberthema, jedes Laberthema. Und du hast jetzt ein konkretes Problem, willst jetzt konkret wissen, was du tun musst, wie häufig, an wie vielen Tagen, in welcher Reihenfolge und so weiter. Und das ist natürlich schwer, also aus dieser Vielzahl an Videos sich diese Informationen zu ziehen. Ja? Und wenn wir diese Informationen abliefern, dann ist das natürlich für uns auch einen großen Arbeitsaufwand. Den wollen wir jetzt auf uns nehmen und werden Programme zusammenstellen, die dann zielgerichtet auf ein Problem zugeschnitten sind. Das Ganze werden wir über einen anderen Kanal laufen lassen. Da gibt es dann noch ein paar Infos mehr zu uns. Und natürlich werden wir unseren Themen, die uns ja ein bisschen auch abheben von anderen Fitness-YouTubern, treu bleiben. Also Rücken, Nacken, Beweglichkeit, natürlich auch Kraft. Kraft spielt ja auch bei all diesen Themen mit rein. Werden wir treu bleiben. Also wir arbeiten an Lösungen für eure spezifischen und individuellen Probleme. Ja, nochmal ein Schwenk zum Anfang. Wir können dir nicht helfen, hilft dir selbst. Was heißt das konkret? Was muss man einmal nur die Übung machen? Ja, heißt für dich, mach deine Übung regelmäßig, weil nur dann bewegt sich auch in deinem Körper was. Ich meine, wir haben ja hier generell in unserer Gesellschaft kein Wissensproblem, sondern wir haben Umsetzungsproblem. Wir bearbeiten auch mit unseren Videos natürlich dann die Informationen immer wieder für euch auf, und dann wisst ihr es und dann halt machen, ne? Ganz genau, das ist der springende Punkt. Also setzt euch feste Tage, setzt euch feste Zeiten. Grundsätzlich, wenn wir von allgemeiner Fitness sprechen, sprechen wir heutzutage nicht nur von Kraft und Cardio, so wie es witzigerweise immer noch in den meisten Fitnessstudios gemacht wird. Gestern wieder eine Neukundin gehabt, ist im Fitnessstudio angemeldet, geht sogar hin. ist eine Leistung. Und was machst du? Ja, 10 Minuten aufwärmen auf dem Crosstrainer, dann mache ich meine Geräte und dann gehe ich nochmal eine halbe Stunde, was weiß ich, aufs Laufband, nochmal Cardio machen. Kommt mir bekannt vor. Soll ich früher auch Trainingsbewegung spielen? Kommt mir irgendwie bekannt vor, aber sorry, das ist doch nicht mehr State of the Art. Ja? Wo ist das Beweglichkeitstraining? Verdammt nochmal, fangt es endlich damit an. Wo ist das Faszientraining? Ja? Wo ist die Entspannung? Das gehört einfach mit dazu. Guckt, was euer Alltag zulässt. Bescheißt euch da nicht selber. Ihr müsst in eure Gesundheit investieren. Und macht es regelmäßig und nimmt gerne weiterhin das kostenlose Know-how von uns mit da rein in euer Fitness-Wohlfühl-Programm. So, das war's auch schon wieder. Wir freuen uns wie immer über das Däumchen nach oben fürs Video. Abonniert uns, falls du es noch nicht getan hast. Nach dem Abonnieren auf jeden Fall auf unserer Kanalseite neben dem Abonnier-Button ist so ein Zahnrädchen, da einmal draufklicken, da geht so ein Infofeld auf und da am besten noch den Haken in die Box setzen, dass du informiert werden willst, wenn wir ein Video hochladen. Genau, dann darfst du sehr gerne Fan auf Facebook werden, uns auf Google Plus adden und auf unserer Website vorbeischauen und hier eins unseres letzten Videos reinziehen. Genau. Wir sind wieder raus. Ciao. Ciao.